So. Oh. Aber jetzt wird nicht mehr gelootet, denn das wäre einfach zu langweilig momentan. Heilige Scheiße. Ach, ja. So kann man es auch. Wisst ihr was? Ich habe da so einen Tipp bekommen. Ach, ich kann nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ist ja super. Okay, da wird wohl kein Feind mehr. Ja, wunderbar. So, warten wir mal eine Stunde. Das wurde mir als Tipp gegeben, weil ich mich da zu 100% regeneriere und das dann, ja, ziemlich gut ist. Aber wisst ihr was? Nee, wir trainieren noch. Ha! Und noch eine Kombo. Och, ich habe nur Ausdauer für eine. Ja, okay. Macht nichts. Dann machen wir es halt so. Und wir rennen und wir rennen. Wir rennen durch die Höhle. Oh, das war der, ne? Mhm. Ja, und tot ist er. So. Truhe suchen. Gold, Trank und Unglück. Hier haben wir alles weggenommen, ne? Ja. Ich renne mal jetzt nicht zu viel, weil sonst verbrauche ich zu viel Ausdauer für gar nichts. Ich könnte eigentlich auch solche Dingens benutzen, ne? So Rollen, Zauberrollen, die recht starke Zauber dann haben. Das wäre noch eine Idee. Aber erstmal geben wir denen hier ein paar auf die Mütze. Wieso erkennt ihr uns? Beziehungsweise warum sieht die uns direkt? Ich gehe gar nicht mehr nach unten, weil es da unten sowieso nichts gibt. Sondern direkt hier durch. So, und das ist ein ziemlich starker Gegner, wie ich mich erinnern kann. So, eine Linke. Und da ist er auch schon weg. Lehrling? Und wir schaffen es nicht? So. Komm. Jetzt aber. Eisenpfeil. So. Wunderbar. Das war's auch schon fürs Erste. Jetzt kommt noch ein Raum, wie ich mich erinnern mag. Halalala. Oh nee. Genau. Ich hoffe jetzt mal, dass es gespeichert. Ja, wunderbar. Sehr gut, sehr gut, meine Freunde. Aber wir warten noch ganz kurz, damit ich mich regenerieren kann. So. Aber jetzt. Och nee. Du kannst gleich liegen bleiben, Kumpel. So, wieder zurück in dein Dingens. Frostresistenz. Was haben wir sonst noch? Nichts mehr, ne? Dann warte ich hier. Das ist ein Bogenschütz. Oh nee. Ist hier irgendwo noch welche? Nee, oder?
Wunderbar. So. Hier müssen wir das Ding einpflanzen. Und ich weiß nicht mehr ganz, wie es ging. Deshalb gucke ich jetzt gerade mal nach. So, ist es bei Schlüssel? Nee, es ist bei Sonstiges. Hier. Hier. Ne, oh. So. Also ein Bär, eine Motte oder was auch immer das ist, ein Schmetterling und eine Eule. So, ein Bär, Motte und eine Eule. Ja, man muss einfach beides zweimal drehen und dann hat sich das. Ist ja nicht so schwer, das Rätsel. Abracadabra, Alakazam. Sesam, öffne dich. So. Dann geht's jetzt auch schon weiter. Fledermäuse. Ist hier was drin? Nein. Gut, gut, gut. Oh, und hier kommt der. Kennt ihr den noch? Ja, genau. Der kommt jetzt hier schön aus seinem Sarg. Und wir speichern zuerst mal. Weil das ist noch ein ziemlich heavy Kumpel. Zuerst nehmen wir mal die Truhe. Hier noch was. Zauberbuch. Amulett Junius. Steigert Magie. Magie, Magie. Magie, Magie, Magie. Gut, dann nehmen wir das Drachenwort. Das wäre dann schon unser zweites. Lustig, dass das erste nicht das zweite ist. Dass das erste das zweite ist und nicht das erste. Na, egal. Ihr checkt's nicht. Ich bin komisch. Liegt nicht an euch. So, zack, zack und zack. Och, du Kacke. Lass mal deine doofe, dein doofes Schild ziehen. Zack. Zack. Und rechts. In den Kiefer. Und tschüss. Ein wunderbares Schwert, Drachenstein etc. haben wir alles bekommen. So. Jetzt nehmen wir hier mal den Shortcut raus aus der blöden Höhle. Ey, wenn ich alle meine Höhlen in so einem Tempo durchlaufen würde, dann wäre das Ganze richtig schnell vorbei. Aber ja, ich kenne diese Höhle halt und die anderen halt nicht. Und das wäre dann auch der Grund. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder raus. Und bekommen jetzt ein Zuhause und eine Festangestellte, die uns ja alles macht, was wir wollen. Ist das ein Friedhof? Ein Mammutfriedhof. Ich habe mir schon ein paar Mal vorgestellt, wenn ich jetzt hier einfach so... ein Drachen sehe? Was mache ich denn dann? Wenn ich nicht mal eine Chance habe gegen den Troll, was mache ich denn dann mit dem Drachen? Wegrennen, um mir die Chance entgehen lassen, einen Drachen... Dingen zu bekommen. Naja. Jarl, bist du da irgendwo? Ah, da. Ja, ich muss hier gar nicht zum Jarl. Ich muss ja. Seht ihr? Die komischen. Ah, Dinge. Der Drachenstein ja, vom Ölsturz. Nun hier Ende. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Lernen wir was? Nee. Ins Ölsturz Hügelgrab gegangen und hab das geholt? Ja. Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht... Lasst mich in Ruhe! Was denn? Dann mal los. Doch gar nichts gemacht. So, auf jeden Fall, Leute, jetzt kommt der erste Drache, den wir halt kurz Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell, schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh.
Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut. Enttäuscht.